Wehe, mich unterbricht jetzt nochmal jemand. Da hätte ich dann nämlich wirklich absolut gar keine Lust drauf. Wo muss ich denn hin? Mein Gott. Komm, geh mal so, so, so. Dann ist das schnell. Das ist aber schnell. Weißt du, wieso das so schnell ist? Weil das sich voll cool fühlt. Das fühlt sich voll pro. Jetzt habe ich natürlich nichts Passendes mehr da. Da ist noch was Passendes. Perfekto. Und ich würde sagen, die Maschine ist gehackt. Das passt. Wunderbar. Jetzt kann ich hier eine günstige Sache kaufen. Mal eben nochmal schön speichern. Ich glaube, das habe ich vorher noch nie gemacht. Die Schnellspeicherfunktion benutzt. Weiß ich gar nicht. Verbandskasten. Oh ja, die Verbandskasten. Ich glaube, die Verbandskasten, da kaufen wir das Ding jetzt hier mal leer. Was habe ich denn hier noch? Stickstoffgranate, Napalm. Das habe ich doch erstmal alles noch relativ viel. Kaffee. Und ein Film. Ja, da habe ich dann noch alles. 0-0er Schrot. 24 von 48 habe ich panzerbrechende Pistolenkugeln. Ich will eigentlich nicht sowas haben. Ich will eigentlich stinknormale Pistolenkugeln haben. Und was habe ich denn da noch alles? Ich habe nur auch panzerbrechende und Antipersonen, aber alles nicht so viel. Ein MG, was habe ich da noch? Wie viel? MG-Patronen, Antipersonen, MG-Patronen, eine einzige. Und panzerbrechende habe ich 40. Also viel ist das nicht. Das muss man, glaube ich, festhalten. Viel ist das absolut nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt noch ein bisschen über die Runden komme. Ich meine, was ich glaube ich... Nein, jetzt habe ich... Nein, jetzt habe ich mir eine Spritze gegeben. Verdammt. Na, ja, ich bin nur drogensüchtig, deshalb wollte ich jetzt schnell noch eine Spritze haben. Verdammt, das hätte nicht sein müssen, die eine zu vergeuden jetzt. Mist. Egal, schwamm drüber. Was ich sagen wollte, ich habe ja hier auch noch... Diese Magie-Dinger. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Halten Sie Ausschau nach ihm. Nicht für mich, war toll, weil ich so eine doofe, hässliche Computerstimme habe. Nein! Jetzt habe ich schon wieder was verschwendet. Boah, Alter, ich komme nicht mehr klar hier. Also, ich bin zwar eine Frau, nein, das wollte ich gar nicht hören. Nein, nein, das höre ich. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutter. Mein Gott, ey. Kannst deine depressiven Monologe auch woanders führen? Naja, ich hab's mir ja selber angehört. Also bin ich ja selbst schuld. Alles gleich. Schatz zum Markt. Da gehen wir doch mal gerne hin. Zum schönen Markt. Wir haben ja auch sonst nichts anderes zu tun. Ja, zum Beispiel so irgendwie die Welt retten oder so. Oder Rapture retten. Nein, wir gehen zum Markt. Das hat natürlich immer Vorrang. Hey, das sieht doch mal schon sehr einladend aus. Habe ich so das Gefühl. Du summst mal wieder rum. Aber ich darf ja nicht böse zu dir sein, denn du Enzymprobe gefunden. 1 von 7. Das heißt, ich muss noch 6 weitere finden. Wie soll ich das denn anstellen in den nächsten? Boah, Halleluja. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Ja. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Pass auf, ja, dann kommt nämlich nachher noch die Rechnung. Und wenn die Rechnung kommt, doch, dann ist das gar nicht mehr lustig. Jetzt kommst du auch noch. Da, Fug!
Die haben es ja irgendwie alle auf mich abgesehen. Kann das? Da steht so ein hässliches Geschütz rum. Ja, da schießt so ein Geschütz auf mich. Da ist eine Kamera. Ey, komm. Also der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels, ja. Also der guckt mich gerade echt so ein bisschen an, ja. Nein, nein. Ich wollte sagen, kotzt mich an, nicht guckt mich an. Mein Gott, was rede ich da für einen Kack? Ich habe nichts mehr an Muni. Gib mir Muni. Du, gib mir Muni. Nein. Wieso muss ich einfach nur so am Arsch sein? Echt, ich werde hier von allen Seiten so richtig durchgelassen. Ganz ohne Ausnahme. Wisst ihr? Da einerseits ist die doofe Kamera. Ja. Ah. Vielleicht hilft mir ja so ein total depressiver Monolog weiter. Mal gucken. Na, nimm. So. Na, komm doch einfach her. Schauderhaften Frankensteinartigen Feldern. Wir alle haben mitgezogen. Großen nein! Nein! Ach, fucking shit, ey. Mein Gott, jetzt kommen diese ganzen Bot-Shutdown. Komm, Alarm deaktivieren. Boah, guckt das mich schon wieder an. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Hätte die Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Nein, nicht Medikit neben mir. Nein. Eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Ich kann das Ding mal versuchen zu hacken. Das Ding auch. Was? Was? Was piept? Ich versuche das Ding mal zu hacken. Weil die Schwierigkeit von dem Spiel, ja, die geht echt momentan gar nicht. Da kriege ich hier wirklich so einen leichten, totalen Kackreiz von. So, klick, 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 klick. Zum Glück geht das Ganze nicht so schnell. Hoffentlich ist die Schwierigkeit auch noch halbwegs human. Ich hoffe es mal einfach. Da vertraue ich jetzt einfach mal auf das Spiel. Oh, ist aber schon. Okay, die war relativ human. Alles klar. Puh, das Ding ist einfach so tollpatschig, ganz ehrlich. So, dann speichere ich jetzt nochmal eben kurz und dann versuche ich das andere Ding zu hacken. Vielleicht können ja auch zwei Bots auf meiner Seite kämpfen. Das wäre es natürlich. Das wäre mal richtig nice. Denn so langsam habe ich echt genug von den Dingern, ey. Die sind schlimm genug. Nur die Frage wäre jetzt natürlich, ob, wenn man Alarm auslöst, ob dann immer noch solche Bots einen versuchen anzugreifen. Denn eigentlich sind die Bots, die mich eigentlich angreifen sollten, dann ja gar nicht mehr verfügbar, sondern kämpfen auf meiner Seite. Aber ich schätze mal, da ist das Game dann eiskalt und schickt dann einfach neue Bots. Irgendwohin. Warte mal, was ist das da? Ach so, okay, gut. Alles klar, dann. Was? Alter! Na, ja, komm! Ich hab dich auch lieb! Ja, da lade ich nochmal neu. Ich weiß jetzt nicht, wo Schnellladen ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber mal Luki Luki machen. Aber ich glaube, ich weiß, woran es lag. Ich glaube, ich weiß, woran es lag. Ich glaube, diesen Widerstand, der ist nicht, wie ich dachte, in alle Richtungen leitet der weiter, sondern der leitet nur in eine Richtung weiter. Und das war natürlich relativ unklug von mir. Dann das Ding da in eine andere Richtung zu stellen, als, naja, als eigentlich der Ausgang gewesen wäre. Und
Shit happens. Naja. So, wo geht's jetzt weiter? Da. Dann geht's da runter irgendwo. Da geht's runter. Da geht's runter. Komm, nochmal runter. Dann brauchen wir jetzt noch Sonnenteil. Aber jetzt dürfte das klappen. Wenn es jetzt nicht klappt, ja, dann verbrenne ich dieses Spiel.